Ja, hallo, hier ist wieder Antje von der Stempelinsel. Es ist wieder Zeit für ein Kreativvideo meinerseits für euch. Es ist auch Wochenende, ein langes Wochenende, ein Pfingstwochenende liegt vor uns. Und ich habe heute etwas für euch, bei dem ich jetzt noch nichts groß geplant habe, wie diese Karte aussieht. In meinem Kopf ist sie natürlich vorhanden, aber ich wollte mit euch hier mehr oder weniger live on tape, wie man so schön sagt, die neuen Stunts vom Patchwork ausprobieren. Das sind einmal diese beiden. In der Größe sind sie ungefähr 12 mal 9, nee, 8 mal 12 Zentimeter sind sie. 8 mal 12 Zentimeter groß. Und da habt ihr einmal dieses Muster. Wenn ihr das ausstanzt, habt ihr hier so leichte Stitches. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Und das ist ja einmal so in verschiedenen Richtungen wie so eine Sonne oder ein Sonnenstrahl. Und hier haben wir das gleiche auch nochmal mit den Stitches, aber ja, ich würde sagen eher in Wellenform. Und die beiden wollte ich euch heute etwas näher in diesem Video vorstellen. Wenn ihr im Katalog schaut, und da finde ich, das ist das immer so auf den zweiten Blick eigentlich erst zu erkennen. Die sind einmal im Einsatz auf Seite 93, habt ihr das? Da habt ihr auch einmal hier die Stanzform abgebildet und da seht ihr einmal diese Karte in Kombination mit Level Complete. Das ist das Stempelset für die Spielekonsolen, die es so gibt auf dem Markt. Und da ist es einmal kombiniert in verschiedenen Farben und so ähnlich machen wir das gleich auch. Und dann ist das Ganze einmal noch in Aktion auf Seite 55 im neuen Katalog. Und da habt ihr hier einmal Designerpapier und auch Pergamentpapier, das damit ausgestanzt wurde und hier kombiniert wurde mit dem Share a Milkshake. Das ist das Set auf Seite 54. Und da habt ihr hier auch nochmal die Wellen. Hier wurde vorher geprägt und dann wurden die Stanzformen letztendlich dazu genutzt, das Ganze auszustanzen und hier nochmal so leichte Akzente hineinzusetzen. Ja, es gibt viele Produkte im Katalog, die man erst so auf den zweiten Blick sieht, wenn man so nochmal durchblättert, weil das erste Augenmerk sind ja eigentlich immer so diese Stempelsets. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Teil, eine Stanzform in dem Fall, die dazugehört. Also ich denke, viele Möglichkeiten, die man hat. Ich hoffe, dass ich euch heute auch zwei vorstellen kann. Ich habe geplant, mit euch zwei Karten zu gestalten, also 2x3 Karten, um genau zu sein. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich muss mal schauen, wie es wird. Deshalb, ihr seid wieder live on tape dabei. Gewählt habe ich, und ich gehe einmal in Richtung Regenbogen. Einmal die Farben, die habe ich einmal hier vorbereitet. Wassermelone, Kürbisgelb, Osterglocke, grüner Apfel, Marineblau und Heideblüte. Das sind ja so die Farben des Regenbogens. Die habe ich einmal vorbereitet und ich habe mir für die Stanzform einmal diesen Farbkarton vorbereitet. Ungefähr immer so 9 cm Streifen habe ich mir hier zurechtgeschnitten. Und das Ganze gebe ich jetzt einmal durch die Stanzmaschine. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht ganz groß zu erklären. Deshalb einmal hier in Aktion und dann stelle ich euch dazu auf den Zeitraffer. Die Stanzform passt übrigens auch, oder die Stanzformen passen auch in die Mini-Stanzmaschinen. Die sind also nicht zu breit, als dass das funktioniert. Und ja, das Ganze gebt ihr jetzt einmal hier durch, kurbelt und dann habt ihr einmal dieses wunderbare Muster. Und das habt ihr hier und dann löst sich das Ganze vorsichtig aus der Mitte. Ja, und das macht ihr jetzt mit jeder Farbe, oder ich mache es jetzt mit jeder Farbe, die ich vorbereitet habe, und dazu stelle ich euch auf den Zeitraffer. Thank you.
konntet ihr das, glaube ich, ganz gut beobachten, wie ich die einzelnen Stanzen oder die einzelnen Farben ausgestanzt habe. Und ihr seht, das lässt sich hier wunderbar lösen. Und ja, ein bisschen hängen sie noch zusammen. Und ja, ich denke mal, das hat eigentlich schon mal ganz gut geklappt. So, ich hatte jetzt mir gedacht, dass ich immer drei Karten herstelle und diese Farben hier entsprechend kombiniere. Das bedeutet, ich fange mit meinem Wassermelone an. Das habe ich einmal hier. Und das kann ich mir dann auf meine zugeschnittenen Trägerkarten legen. Ich habe hier Trägerkarten zugeschnitten in 9 x 13 cm. Und dann kommt als nächstes das Gelb. Dann haben wir die Osterglocke. Das ist so falsch. Das kann man so legen. Dann haben wir den grünen Apfel. Marineblau. Und die Heideblüte. Hier hin. Also so ein bisschen Puzzlei. Dann fangt ihr nach der Heideblüte an, wieder mit eurem eurer Wassermelone. Da muss ich jetzt erstmal gucken, welcher das ist. Das ist dieser hier. Der ist aber verkehrt rum. Den habe ich. Jo, das ist jetzt wirklich Tüdelei, das muss nicht so. Ihr seht, ihr seid wieder live dabei. Das ist der hier oben. So, ich habe den verwechselt, das ist dieser hier. So, den haben wir jetzt gefunden, das ist einmal dieser. Dann haben wir anschließend wieder unser Kürbisgelb. Dann folgt wieder der grüne Apfel. Kürbisgelb müssen wir auch den nehmen. Das ist dieser hier. So, dann haben wir den grünen Apfel und nein, nach Kürbisgelb kommt ja erstmal hier unser Gelb, unser Osterglocke. So, jetzt haben wir das wieder richtig. Dann kommt der grüne Apfel. Unsere Heideblüte kommt gleich und jetzt kommt einmal unser, na komm her, Marineblau und Heideblüte. So, ich glaube, ich habe es jetzt richtig. Das heißt, ich habe mir jetzt hier die einzelnen Schnipselteile, die aus meiner Stanzmaschine gekommen sind, hier so aufgelegt und das habe ich jetzt einmal vorbereitet und das mache ich jetzt ein zweites und ein drittes Mal. Fertig
wo ihr wirklich aufpassen müsst, das habt ihr auch gesehen, dass es das bei mir immer so ein bisschen geruckelt hat, wie diese Ecken hier sind. Also da muss man sich so ein bisschen eingucken. Ich glaube aber, das hat soweit dann jetzt auch ganz gut geklappt. So, die beiden werde ich jetzt, oder die drei, die klebe ich jetzt fest. Ich achte jetzt immer darauf, dass ich hier einen gewissen Abstand habe zum Rand. Ungefähr so ein halber Zentimeter ist da vorgesehen. Und die werden jetzt im Einzelnen auf die Karte geklebt. So, die erste Karte ist fertig. So sieht das Ganze aus. Und ich werde die anderen eben schnell fertigstellen und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, die beiden besten habe ich mal rausgesucht. Ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Das seht ihr, ich habe das hier zusammengeklebt und das ist ungerade. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Das ist schon mal ein Tipp an dieser Stelle. Das ist mir jetzt hier etwas besser geglückt. Ja, ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr hier auf den Rand geht. Und das ist mir irgendwie verrutscht. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt nichts geworden, aber ich finde das auch nicht schlimm, weil so kann ich euch einfach auch zeigen, worauf ihr achten müsst. Das heißt, ihr müsst schon sehen, dass wenn ihr die einzelnen Dreiecke habt, dass ihr die Ecke auf Ecke auch setzt. Ja, also dass die wirklich hier so auf der Ecke sind. Das kann man hier eigentlich sehr schön erkennen. Ja, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten, weil sonst funktioniert natürlich das Gesamtbild auch wieder nicht. Ich denke, das ist klar. So, also das war der Übungsversuch für euch, für mich eine Erfahrung, für euch der Tipp, also worauf ihr auf jeden Fall achten solltet. Diese beiden Karten, die gestalten wir jetzt aber mal fertig. Und da hatte ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal vorbereitet zwei Trägerkarten. Die haben entgegen meinem Standardformat jetzt 14,5 mal 21 gefalzt bei 10,5 cm. Dadurch passen die jetzt hier so ein bisschen optisch schöner drauf. Das Ganze ist natürlich noch ein bisschen nackt, auch wenn es schon sehr bunt aussieht. Und ich benutze jetzt, und das finde ich auch ganz toll, dass wir das im Angebot haben in unserem neuen Katalog, das Set Runde Sache. Da habt ihr die Möglichkeit mit einer Handstanze, das ist die 1 3/8 Inch Handstanze, so nenne ich sie oder so heißt sie auch, wirklich ganz schnell, und das ist auch top Anfänger geeignet, also wirklich ein Starter-Set, was ihr euch sehr gut anschaffen könnt, wenn ihr überlegt, mit dem Hobby Stampin' Up! Anzufangen.
Und das nehme ich jetzt zur Ausdekorierung. Das heißt, ich habe vor, jetzt eine Glückwunschkarte zu gestalten. Dazu brauchen wir dann etwas Grundweiß und natürlich auch, und der ist jetzt auch verschwunden, meine Stempelmatte. Die empfiehlt sich ja immer, weil wir hier unsere Acrylsets haben. Aber da ist sie. Sie war etwas tiefer im Regal. Da haben wir sie und die empfehle ich euch an der Stelle auf jeden Fall, damit ihr sattere Stempelabdrücke bekommen könnt. Und ich habe mir einmal auf einen Stempel gesetzt, einmal das Glückwunsch und dann dieses kleine Törtchen. Das finde ich eigentlich ganz süß. Und da könnt ihr schon, finde ich, mit diesen beiden eine sehr aussagekräftige Karte gestalten. Das heißt, ihr legt euch das Ganze einmal auf den Acrylblock. Das ist übrigens keiner von Stampin' Up, aber der runde, ich finde, das passt jetzt hier natürlich auch super schön dazu. Ich stempel das Ganze jetzt einmal, das Glückwunsch in Wassermelone. Und mein Törtchen, das ich schon aufgelegt habe, das stempel ich in Marineblau. Das ist dann einmal hier in die Mitte zu setzen. Wer mag, kann das Ganze auch noch ausdekorieren oder auskolorieren. Ich finde, dadurch, dass meine Karte einen sehr bunten Hintergrund hat, das Ganze schon sehr farbenprächtig und verzichte da jetzt drauf. Und dann setzt ihr einfach hier eure Handstanze an und stanzt euch die beiden Aufleger heraus. Ja, und da habt ihr schon eure Kartenaufleger und jetzt kommt die Endmontage der Karte. Dazu einfach nehme ich jetzt etwas Flüssigkleber. Und habe hier jetzt die weiße Trägerkarte auch auf, oder diese weiße ja, Trägerkarte des bunten einfach auch auf eine weiße Trägerkarte an sich gesetzt. Ja, und die Aufleger werden mit Dimensionals befestigt. Und da setze ich sie in die Mitte, damit auch dieser Mittelpunkt hier bedeckt ist. Und dann ist einmal diese Kartenidee mit dieser ersten Stanzforme aus dem Stanzform-Patchwork schon fertig. Es war ein bisschen viel Zeitraffer und Musik dabei, aber klar, es ist natürlich ein bisschen Fummelei manchmal am Anfang. Ihr habt es ja auch gesehen hier, was nicht so funktioniert hat. Aber ich glaube, trotzdem auch können wir hier sehr schnell Karten mit herstellen, auch vielleicht zu verschiedenen Anlässen. Wenn ihr jetzt auch mit dem Set arbeitet, da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Also ich zeige euch das nochmal. Ihr habt einfach nur das Hallo oder die mit lieben Grüßen, Lächeln, Dankeschön, alles Gute. Also da muss es nicht unbedingt das Glückwunsch sein. Insofern, wenn euch das interessiert, ihr findet diese Produkte natürlich alle auch in meinem Online-Shop. Die Verlinkung dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und der Online-Shop hat 24 Stunden für euch geöffnet. Und ihr könnt dort auch gleich nachschauen, ob die Sachen auf Lager sind und zum Beispiel auch, ob ihr das dann auch sofort erhaltet. Je nachdem, was ihr dafür Interessen habt. Also ihr findet dort auch natürlich Produkte, die nicht im Katalog sind. Das an der Stelle nochmal so ein kleiner Verweis, dass man da vielleicht auch mal reinschauen kann. Ja, seid gespannt auf mein nächstes Video. Da zeige ich euch nämlich dann die zweite Stanzform aus dem Patchwork-Set. Und ja, bis wir uns wiedersehen, bleibt kreativ. Tschüss!